Ich glaube, ich leide unter einem Piriformis-Syndrom. Was kann man da denn mit den Triggerdingern machen? Sehr gute Frage. Schau mal, der Piriformis ist ein tiefliegender Gesäßmuskel, der hier im Bereich des Gesäßes liegt, also hier entlang läuft. Das Problem daran ist, dass da drüber ein starker Gesäßmuskel nochmal liegt. Das heißt, wenn wir den triggern wollen, müssen wir wirklich tief in die Muskulatur kommen. Mit dem Sticky-Trigger geht es im Stehen ganz gut. Das zeige ich dir mal. Den befestigst du ungefähr auf Höhe des Gesäßes. Und dann tastest du den Bereich hier ab, wanderst hier nach hinten auf dein Gesäß und fühlst hier mal nach einem leichten Druck- und Schmerzpunkt. Und dann gehst du hier seitlich dran, arbeitest dich in diesen Punkt wirklich rein, hältst das erstmal. Wenn du aktuell ein Piriformis-Syndrom hast, wird dieser Druck schon sehr ausreichend sein. Alternativ kann ich empfehlen, das Bein hier